Ja. Wach auf, Kerl! Braucht meine Beule gegen das Hirn oder wer macht hier so einen Krach? Hat sich wer das Nummernschild notiert? Hörst du schwer? Hoch mit dir! Wo bin ich? Haha, der feine Herr geruht also endlich aufzustehen. Wir dachten schon, Bruns Hammerschlag hätte dir den ewigen Schlaf beschert. Und jetzt schwing deine fetten Knochen an die Luke, ihr Bastard habt Fressenszeit. Also Knochen können faktisch nicht fett sein. Ah, wie witzig. Oh, hi, wer bist du denn? Oh, du wurdest nur gefesselt, du hast es gut, bist wohl das Liebchen vom Kerkerknecht. Worauf wartest du? Geh zu Luke und hol das Essen. Ich würde ja gerne selbst gehen, liege aber gerade so bequem. Großartig, eingepfercht mit einem Sarkastiker. Ich habe meine Hände gar nicht frei. Soll ich das Essen etwa in den Rachen schütten? Los, hol deine Schüssel. Dann mach mir endlich die Fesseln los. Hahaha, ich soll einem Schlossknacker die Hände befreien. Lass dir eines sagen. Du hast sicherlich Geschichten von Kerker mit dummen, schläfrigen Wärtern gehört, deren Hund sogar die Schüssel im Maul trägt. Aber hier laufen die Dinge etwas anders. Wir sind nicht dämlich. Na du, was macht denn das vollbusige Prachtweib da hinter dir? Hä? Wer sollte das gerade? Ach nichts, ich wollte nur etwas überprüfen. Schluss mit den Ulkereien. Hol deine Schüssel, wenn du dich verhungern willst. Schön, Alter. Mensch, ich frage mich, wie wir hier rauskommen, doch nicht etwa durch die Blödheit des Kerkermeisters. Wie in fast jedem RPG-Maker-Spiel. Aber hier ist es okay, das ist ein lustiges Spiel. Irgendwie. Wehe, jemand guckt. Das ist zu gut. Da, dünne Grütze mit allem, was weg musste. Und versuche nicht zu verschütten, mehr gibt's heute nicht. Ja, danke schön. Wie soll man das jetzt essen? Du hast ihn gehört. Nichts verschütten. Die verdammte Schale muss für uns beide reichen, hörst du? Und wie soll das gehen mit gebundenen Händen? Ach du Ärmster, hört, hört. Jemand hat ihm die Händchen zusammengebunden. Ich bitte tausendmal um Entschuldigung, dass du es nicht so gemütlich wie ich hast, Dicker. Da flätze ich mich wohl, ich auf meiner entspannten Liege und will mich auch noch bedienen lassen. Ja, hör schon auf. Suppenspiel. Versuche die Suppenschüssel zurück zum Bett zu transportieren und dabei möglichst wenig zu verschütten. Die Pfeile zeigen dir an, wie Gisulf zu balancieren hat. Merke dir die Kombination und drücke sie auf der Tastatur nach. Es geht los. Das ist jetzt ziemlich blöd, weil ich dachte, ich muss es direkt so eingeben und habe es mir entsprechend nicht gemerkt. Oben, rechts, links. Okay, jetzt habe ich es verstanden. Oben, unten, oben. Okay. Du hast ein Fünftel der Suppe verkleckert. Dir ist doch klar, dass das von deinem Anteil abgeht, eh? Schade. Die schönen Erfahrungspunkte. Die köstlichen Erfahrungspunkte. Gib mir von der Suppe ab, Dicker. So sollte ich. Mit jedem Neuen ist es dasselbe. Also gut, ich mache dir ein Angebot. Du gibst mir zu essen und ich sage dir, wie man entkommt. Sicher, und obwohl du das weißt, liegst du immer noch hier. Habe ich gesagt, ich wüsste, wie ein Mann entkommt, der an eine Streckbank gefesselt wurde, hä? Wenn das ein Trick ist, Freundchen. Nun mach schon, ich habe Hunger. Na schön. Wie soll das gehen? Soll ich es einfach wieder zu balancieren versuchen? Einmal hat mir gereicht. Was glaubst du wohl, was ein pfiffiger Kopf mit einem Klappbett anstellen kann? Was? Das ist doch nicht so schwer zu verstehen. Pack dir die Ecke und katapultiere mir die Schüssel rüber. Na hopp. Da wird hundertprozentig nichts verschüttet. Oh, ich bete zu den Göttern, es möge nicht in einem furchtbaren Unfall enden. Schwatz nicht, mach! Hey, das ist nicht alles nur für dich. Jetzt halt vorher was essen müssen. Köstlich. Und hervorragend zielen kannst du auch noch. Und das geschmeckt viel Fraß. Dann halte dich jetzt an unsere Vereinbarung. Wo bin ich überhaupt? Man hat dir einen ordentlichen Rums verpasst, hm? Du bist hier zu Gast bei wirklich hohen Herren, in der Hauptburg des Ordens des Güldenen. In der Hauptburg der verdammten Hexenjäger? Psst, den Ausdruck schätzen sie gar nicht, glaub mir. Sie sind schon in ruhigem Zustand streng genug, also rege hier bloß niemandem auf. Was hast du eigentlich auf dem Kerbholz? Die Kerle behaupten, ich hätte mich mit einer Hexe eingelassen. Bei Talma, ich kenne das Weib nicht einmal.
Verstehe, ein weiterer Unschuldiger. Wie komme ich hier raus? Hier, tja, beschleunige deinen Prozess. Umso eher wirst du verbrannt. Das ist dein großer Geheimplan. Hey, war doch gar nicht schlecht für eine Improvisation. Ach, du guck nicht so. Nicht so, du hast dich wirklich geglaubt, ich kenne einen Fluchtweg, hm? Verlogener Hundsfurt. Ja, ja, roll nur mit den Augen, wenn du dich dann besser fühlst. Was ist? Na, du würdest doch keinen gefesselten Mann schlagen. Oh, doch. Au! Miff, jetzt fehlt mir ein Farm. Und ich fühle mich besser. Ich muss durch diese verdammte Tür durch. Ich werde einfach rennen. Oh, dieses Gitter ist felsenfest. Ah, zum Glück, der Papst ist da, um uns zu helfen. Hochmeister Harduin. Du hast beunruhigende Nachrichten gebracht, Brun. Unserem Orden steht eine Zeit schwerer Prüfungen bevor. Ich fürchte kein Hexenwerk. Über uns wacht der Gültige selbst. Wohlgesprochen, es ist die Unbeugsamkeit unseres Willens, die unseren Orden stark macht. Und Stärke brauchen wir, denn auch an anderen Orten soll sich das unheilige Bahn brechen. Hab ich jetzt gerade richtig vorgelesen? Egal. Die Kunde, die mir Meister Gerwald von seinem Flammenzug brachte, ähnelt ja deinen Boden. Aber ich habe auf meinem Zug eine leibhaftige Hexe gefangen. Erforschen wir ihre finsteren Pläne. Sind deine Eisen bereit, Kerkermeister? Verglühe vor Freude, Herr. Freude? Freude hat nichts mit unserem unerbittlichen Geschäft zu tun, Mann. Wir setzen die befreiende Glut ausschließlich ein, um den Körper von der Lüge zu reinigen. Natürlich, Herr, verzeiht, Herr. Dieses Gemäuer scheint einen dunklen Einfluss auf dich auszuüben, Kerkermeister. Du wirst heute Nachmittag in den gerechten Geboten lesen, um deiner Seele Licht zu spenden. Ja, ehrwürdiger Hochmeister. Diese langweilige Lektüre, oh nein! 50 Shades of Heiligtum! Und nun bringt die Hexe, die eindringliche Befragung wartet. Was steht ihr hier noch rum, Knechte? Ihr habt den Herrn gehört. Die Zwillingsknechte. Was soll denn dieser Trubel vor meiner Tür? Kümmer dich um deinen Kram, Häftling. Du wirst doch schon früh genug unsere Aufmerksamkeit erfreuen. Dich schon noch früh genug. Hahaha. Du hast hohen Besuch, Schätzchen, und ich rate dir, benimm dich in seiner Gegenwart. Pass gut auf, wie das hier läuft. Spürst du das Messer in deinem hübschen Rücken? Schneide dir nun die Fesseln los, dann wirst du brav vor mir hergehen. Versuche nicht, den Fluch zu sprechen, wir haben Erfahrung mit Hexen. Beim ersten Versuch etwas zu sagen, obwohl du nicht gefragt wurdest, stoße ich dir die Klinge in den Leib. Wäre doch schade um das Kleid. Nya, 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 nya. Komm jetzt schön langsam aus der Zelle. Andere Protagonistin, ich erkenne sie gerade. Vorwärts! Ach, der Hausmeister. Wir haben schon gewartet, bitte nimm auf der spannenden Liege Platz. Und damit meine ich nicht entspannend. Können wir heute nicht einmal etwas Neues versuchen, Meister? Meister. Etwas Neues? Was ist gegen das gute Alte? Wir fesseln sie auf die Bank und bearbeiten sie mit glühenden Eisen einzuwenden. Unser altehrwürdiges Handwerk in allen Ehren, aber wird es nicht Zeit für eine kleine, nun, Innovation? Innovation? Sind das mir das für Worte? Hast du deine Nase schon wieder in fremde Bücher gesteckt? Ich weiß, du siehst das nicht gerne. Der Würde eines ehrbaren Kerkerknechtes abträglich und so. Na eben. Aber ich bin da auf eine interessante Technik gestoßen. Fingernägel ausreißen. Fingernägel ausreißen? Klingt schmerzhaft. Sehr schmerzhaft. Oh ja, Meister. Ich weiß nicht. Klingt ein wenig nach neumodischem Unfug. Wir können es doch wenigstens einmal versuchen. Bitte, Meister, die glühenden Eisen behalten wir uns doch weiter in der Hinterhand. Ach, na gut, aber nur einen Nagel. Man soll ja nicht gleich alles überstürzen. Also gut. Kürzen wir das doch lieber ab. Was habe ich dir gesagt? Kein Wort, bis du gefragt wurdest. Still, die Hexe soll reden, deshalb sind wir doch hier. So wie ich das sehe, läuft es auf Folgendes hinaus. Ihr fügt mir unglaubliche Schmerzen zu und im Anschluss sage ich euch alles, was ihr hören wollt. Die Prozedur scheint sich unter dem Hexenvolk herumgesprochen zu haben.
Na, dann lassen wir doch die Schmerzen einfach weg und ich rede gleich. Unerhört, das ist doch gegen jede Tradition. Plane nicht, uns zu täuschen, Weib. Wir sind erfahrene Prüfer und erkennen ein Lügengeflecht. Ich habe nicht vor, abzustreiten, eine Hexe zu sein. Sie gibt es zu, ohne jede Spur der Verlegenheit? So ein schändliches Biest ist mir noch nie in die Finger geraten. Ihr Hexenjäger dreht auch alles. Ihr Hexenjäger dreht auch aus allem noch eine zusätzliche Anklage. Hüte deine Worte, Hexe. Du wirst also tatsächlich geständig sein? Nun gut, wie lautet deine Geschichte? Ja, also statt die Leute zu quälen, warum nicht einfach mal fragen, was sie so machen? Oder so. Mein Name ist Valdrada und ja, ich bin eine Hexe, eine ziemlich neue, um genau zu sein. Na gut, die Leute behaupten ja, Mittelalter, alles möglich. Die können auch die Wahrheit sagen. Und die Wahrheit könnte sein, dass sie unschuldig sind. Aber die diversen Orden und Hexenjäger wollen natürlich etwas anderes hören und quälen sie so lange, bis sie die Lüge erzählen, dass sie schuldig sind. Yay. Ich wohne in einem kleinen Dorf inmitten herrlicher Wälder und kürzlich ist mir ein Bart gewachsen. Der Regen hört wohl nie auf. Und wen schickt man bei diesem Wetter vor die Tür, um Wache zu stehen? Nee. Was ist hier schon zu bewachen? Mäh. Wasser, Schilf, Mäh. Aber es ist sehr schönes Wasser und sehr schöner Schilf. Noch mehr Wasser und Schilf und Mäh. Gesundheit. Ey, halt, wer da? Keinen Schritt weiter, nicht verdächtige, nicht Hexe. Blass dich nicht auf, Wicht. Lass uns einfach durch. Wie nennst du mich? Stell dich fort in den Regen, wenn du... Der Lümmel ist mir noch nicht klein genug. Was für ein kleiner Lümmel. Ach, Walpurga, was machst du denn nie? Die Stimme passt überhaupt nicht. Ach, Walpurga, machst du dir nie Gedanken um unseren Ruf? Und ob, Tanka, ich sorge dafür, dass uns Storche wie dieser künftig mit Respekt begegnen. Siehst du? Wir sind echt am Spiel hergeeilt. Heute ist Valderadas großer Tag. Hoffentlich hat sie Schnaps und warme Suppe vorrätig. Wenn Gäste bei diesem Wetter kommen, wo steckt sie eigentlich? Meine Krähe hat dir doch gesagt, sie kämen. Oder kann sie dich kriechisch sprechen? Valderada! Balsafrauen, Valdrada, kümmere dich gefälligst um deine lieben Gäste. Aber nein, Equin, das kann doch jedem einmal passieren. Naja, aber du wirst es doch für dich behalten, ja? Wenn du künftig etwas aufmerksamer zu mir bist, vielleicht. Aber ja, meine Schöne, natürlich, natürlich. Dann geh jetzt und futter dir etwas mehr Kraft an für das nächste Mal. Meine Güte, was für eine Enttäuschung. Hatten die gerade Bumsi? Valdrada! Oh, verflixt, sie sind schon da. Gut, dass es so früh kam, ihr wisst schon. Ich habe mich viel zu lange mit diesem lahmen Bengel aufgehalten. Und dann hatte ich noch nicht einmal etwas davon. Krötenpilz und Eiterwarze, Valdrada, hol uns endlich ins Trockene, du nichtsnutzige Göre, ich kann nicht alleine laufen. Valburga! Tanka, was für eine Freude, euch zu sehen. Ich habe euch schon den ganzen Tag entgegengefiebert. Valdrada, Liebes, wir haben uns ja schon eine Ewigkeit nicht mehr gesehen. Safon sei mit dir, Valdrada. Gerade heute an deinem großen Tag. Ich hoffe, du bist vorbereitet. Natürlich, natürlich, aber überstürzen wir doch nichts, Schwestern. Kommt, nehmt an meinem Kessel Platz. Oder in meinem Kessel, je nachdem. Ja, nichts wie nein, Liebes. Ich bekomme hier noch die Zukunftsgrippe und dann muss wieder jemand in die Zukunft reisen, um ein Gegenmittel zu finden und den kompletten Zeitverlauf durcheinander bringen. Ganz nett eingerichtet, Katin und Kristallkugel. Wie läuft die Wahrsagerei? Eintönig, es ist doch immer dasselbe. Liebt er mich? Ist sie mir treu? Wird das Tier wieder gesund? Ich möchte endlich richtige Hexerei lernen, die Natur bezirzen, Ranken wachsen lassen, Flüche aussprechen. Du weißt sicherlich, warum wir dir dieses Wissen so lange vorher enthielten. Nun ja, ihr hattet eben viel zu tun. Pah, du warst es einfach nicht wert, eine richtige Hexe zu werden. Tanka! Sie hat ganz recht, Liebes.
Du bist ein liederliches, sprunghaftes Ding. Dein Kräutergarten ist ein Witz, genau wie das von Chaos. Deine Mittelchen sind... Das versteht es eventuell nicht jeder. Deine Mittelchen sind schlimm gepanscht und deine Eule hat in etwa so viel Aura wie ein Hering. Aber es ist eine süße Eule. Aber ihr scheint eure Meinung geändert zu haben. Immerhin seid ihr ja hier, um mich der Prüfung zu unterziehen. Was uns treibt, ist schlicht in Not. In normalen Zeiten hätten wir jemanden wie dich kaum in den Kreis geholt. Der Orden des Du weißt schon wer hat seine... Der Du weißt schon wer? Hat seine Jagdmethoden verfeinert. Es steht nicht gut um uns Hexen. Im letzten Mond haben diese Hunde die alte Kismara auf den Scheiterhaufen gezerrt. Den Scheiterhaufen! Den Scheiterhaufen! Ach, ich kann mich noch an die alten Zeiten erinnern, als wir die stolzen Herrinnen der Wälder waren. Unsere Zahl schrumpft. Geben wir unser Wissen nicht weiter, droht es verloren zu gehen. So ist das also. Ich bin nichts weiter als eine Lücken... Was? Lückenbüßende Notlösung. Was für ein Wort. Aber eine, die eventuell bald Flüche beherrscht, Liebes. Ach, was soll's. Dann nehmt ihr mich eben aus den falschen Gründen auf. Hauptsache, ich bin bald eine Hexe. Wenn du die Prüfung bestehst, Waldrader, nur dann. Schritt 1, sei hässlich. Oh, schon versagt. Die Prüfungen, natürlich. Du wirst wohl kaum so töricht gewesen sein, dich nicht sorgsam vorzubereiten, hm? Ein guter Witz, Walburga. Dann lass uns keine weitere Zeit vertrödeln, sondern beginnen. Natürlich, natürlich. Aber nach dem langen Weg, setzt euch doch. Niemand sagt, als Prüfer dürfe man es nicht gemütlich haben. Wir sind hier, deine Leistungen als Hexe zu bewerten, nicht als Gastgeberin. Ach was, strecken wir erst einmal die müden Knochen aus. Ich habe auch keine Lust, bei dem Wetter so bald wieder vor die Tür zu müssen. Lust auf ein bisschen Skat? Ach so, ich kann uns bewegen. Ja, hervorragend. Schön, also das waren mindestens 3 Episoden oder so, die Episode nicht beendete. Deswegen gibt's jetzt erstmal eine Abmoderation nur für euch, weil ich bin euch das einfach mal schuldig. Und das gehört sich einfach so, ne? Der gute Ton. Dann hoffe ich einfach mal, dass euch diese Episode gefallen hat. Wenn ja, schaut doch in die alten, aktuellen oder zukünftigen Videos, denn dann habt ihr immer was zu tun. Und ich gehe jetzt meinen Hals etwas entspannen, denn das sind viele anstrengende Stimmen, aber ich bin ganz dankbar für die doch sehr angenehme Stimme von Waldrada. Ja, bis zum nächsten Mal. Übrigens gefällt mir das Spiel total gut. Ich mag's sehr. Yay! Bis zum nächsten Mal.